Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ocarina of Time 3D. Wir sind direkt hier am Punkt stehen geblieben. Part 7, glaube ich, müsste das jetzt sein. Und wir machen uns mal auf den Weg nach oben, um die Fee zu besuchen. Danach würde ich sagen, gehen wir wieder nach Hyrule-Stadt. Und da gehen wir dann auch mal kurz zu der Fee. So. Manchmal habe ich das Gefühl, dass 30 FPS irgendwie keine 30 FPS sind, sondern irgendwie weniger. Es ist so komisch. So, Bombe 1. Upp. Hoppala, bumm. So. Hier müssen wir wieder ein bisschen timen. Scheiße, zu früh. Okay, dann jetzt ganz kurz vor... Jetzt? Jetzt aber. Überall Geld, das wir nicht gebrauchen können. Mann, ey. Ja doch. War kurz verwirrt. So, da müssen wir jetzt hoch. Oh nein, jetzt explodiert der... Oh nein, oh mein Gott, au. Ach du Scheiße, ach du Kacke, oh mein Gott. Ja, wir werden halt immer getroffen. Boah. Okay, jetzt hört's auf. Mein Gott. So, da ist ein... Opala, daneben. Okay, dann können wir erstmal hoch. Hast du ein Herz für mich? Ach Mann. Wieso sind die mal alle so geizig? Ich will doch bloß ein Herz haben. Kann ich da einfach vorbeikrabbeln oder verfolgt er einen dann? Nee, ne? Nicht. Oh, doch, die verfolgen einen. Oh, aber gut, der hat mich direkt da hochgeboxt. Okay, dann, kümmern wir uns mal lieber um die Dinger. Ich bin zu nah an dem Teil dran. Was der für eine riesen Hitbox hat. Unglaublich. So, der hat auch nur eine Rubine rausgerückt. Oh, schau mal, wer da ist. Du hast dich bisher gut geschlagen, Tadamo. Dies ist der Gipfel des Todesberges. Man sagt, die Wolken, die den Gipfel umgeben, spiegeln den Zustand des Berges wider. Sie sind weiß, herrscht Frieden. Dein Aufstieg zum Gipfel hat mir bewiesen, wie tapfer du bist. Diese Tapferkeit soll nun erneut geprüft werden. Eine mächtige Fee lebt hier oben. Sie ist die Mutter aller Feen. Versuch sie auf und sie wird dich belohnen. Ich kann dir nicht verraten, wie und wo du sie finden kannst. Sie besteht darauf, dass alle Besucher sie aus eigener Kraft finden. Habe ein wachsames Auge und betrachte deine Umgebung. Ich bin sicher, du wirst den Weg zu ihr finden. Der Krater des Vulkans hier in der Nähe ist für dich zu heiß. Dort wirst du sie ohnehin nicht finden. Ich werde hier auf dich warten. Willst du zurück zum Fuß des Bergs, so werde ich dir helfen. Geh nun. Das ist aber nett. Lass mich raten, die Fee ist hier drin. Komm. Wow. Ja, easy. Also, ich hab's mir jetzt irgendwie krasser und schwerer und schlimmer und so vorgestellt. Hoppala. Hier ist das Wappen der Königsfamilie von Hyrule. Das bedeutet wohl, wir müssen ein bisschen Musik machen. Nee, das ist das Falsche. Ich will wissen, ob ich es noch auswendig kann. Nee. Okay, ich glaube sowas. Nee, das war das Lied von Epona. Verdammte Scheiße, ich guck nach. Zeldas Wiegenlied. X-A-Y, X-A-Y. Alles klar. Ah, hoppala, jetzt habe ich es komplett geschlossen. Okay. X-A... Jetzt, Ich sehe sie nicht. Ach, Hetzer. Hui. Hi. Okay, erstmal aus aller Nähe betrachten. Hallo, mein süßer Tadamo. Ich bin die Fee der Fähigkeiten. Ich verleihe dir mit meiner Macht eine neue Schwerttechnik. Sei bereit. Alter, die spitze Tüten. Wie Tomb Raider damals. Das habe ich komplett vergessen, ey. Oh, wir haben jetzt so eine kleine Leiste bekommen.
Ah, die wird noch nicht gefüllt, oder wie? Du beherrschst die kraftvolle Wirbelattacke. Halte B gedrückt, um dein Schwert aufzuladen. Lasse B los, um einen energiegeladenen Rundumschlag auszuführen. Bewegst du einmal im Kreis und drückst dann B, kannst du die Wirbelattacke sofort und ohne Wartezeit ausführen. Sammelst du Kraft für eine Wirbelattacke, verbrauchst du magische Energie. Achte also auf deine grüne Magieleiste. Sag mal, du bist doch ein Bote der königlichen Familie, oder? Besuche meine Freundin, die im ganzen Land leben. Sie werden sicher ihre Kräfte mit dir teilen. Geh zum Schloss von Hyrule und schau in der Nähe des Schlosses bei einer guten Freundin von mir vorbei. Sie hat bestimmt auch etwas für dich, um deine Fähigkeiten zu verbessern. Bist du vom Kampf erschöpft? Besuche mich einfach wieder. Oh, du süßer kleiner Junge. Auf Wiedersehen. Okay. Ich gehe dann mal. Danke, tschüss. Okay, dann haben wir das einmal erledigt. So, gehen wir trotzdem mal kurz da rein. Gebirgspfad. Ich will zumindest schon mal reinschauen. Todeskrater. Anamo, in dieser Höhle herrscht extreme Hitze. Lange können wir hier nicht bleiben. 40 Sekunden, krass. Hopp. Ach, guck einmal, da versteckt sich einfach was. Ja, cool. Dann die Skulptur gönnen wir uns noch. Dann gehen wir wieder. Tschüss, tschüss. So, ich mach mal ganz kurz Pause. Ich muss was abchecken. Bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Ja. So, jetzt geht's gewohnt weiter. Du siehst erwachsener aus, seit du die Fee besucht hast. Doch, noch wirkst du nicht wie der prophezeite Retter Hyrule. Hierfür fehlt dir noch einiges. Wenn du zum Fuß des Bergs drücken möchtest, kann ich dich mitnehmen. Komm her und halte dich an meinen Krallen fest. Oh Gott. Ui. Ach du Scheiße, Alter. Es ist ja voll schnell, Alter. Oh mein Gott. Oh, fuck, oh mein Gott, mir wird schlecht. Ach du Scheiße, oh, da war ein Loch. Oh nein, da müssen wir wieder zurück. Bitte schmeiß mich da runter, nein. Alter, willst du jetzt ein bisschen flachsen mit deinen komischen Rundumwirbeln? Oh mein Gott, ich will hier raus, bitte. Nein, oh nein. Der schmeißt mich einfach aufs Dach. Ja, krass. Was will ich jetzt hier? Hat er vielleicht dran gedacht, dass ich nicht fliegen kann? Und dass wenn ich jetzt hier runterjump, dass ich vielleicht Aua mache? Oder? Oh, warte mal. Das ist sogar echt geil, dass er uns hier rauslässt. Guckt mal, dann können wir jetzt hier rein. Das heißt, wir kriegen das eine Herzteil, oder? War da nicht eine Kuh mit einem Herzteil? Oh mein Gott, wir haben vollen Herzcontainer. Geil. Ah, jetzt haben wir 6 Herzen. Cool. Alter, wie die Kuh da einfach drin eingesperrt ist. Ja, nice. Nice, nice, nice. Okay, wir gehen aber nochmal ganz kurz da den Berg hoch, weil ich habe dieses Loch da überhaupt nicht gesehen. Und ich will da natürlich rein. Wäre natürlich cool, wenn ich jetzt da hochlaufe und da ist halt kompletter Quatsch drin. Ich schwör auf alles, dann weine ich. Alter, ist schon ein Tag vergangen. Du hättest doch irgendwann einen Feierabend haben können. Ja, aber nein, natürlich ist die Maske für dich und nicht für deinen Sohn. Kleiner Lügner. Ach, hier auch noch. Aua. Aber da ist eine Skulptur drin. Nice. So, moin, Kollege. Dich will ich haben. Gönn mal. So. Yeah, eine goldene Skulptur. Die eine da drin im Dungeon, ey, die dürfen wir nicht vergessen. Ich hoffe, ich werde dran denken, ey. Sobald ich irgendwann den Enterhaken habe. Okay, was ist hier vorne? Jo, Kollege, chill mal. Knappe Sache. So, da wollen wir rein. Komm. Oh, eine Kiste. Bitte sag nicht, dass da Geld drin ist. Bitte sag, da ist kein Geld drin. Verdammte Scheiße. Und dann auch noch so viel. Was sage ich mit dem? Haben wir mit dem schon geredet?
Ja, okay, der rollt einfach rein. Jetzt hat er auf. Kollege, chill mal. Du hast alle Dodongos vernichtet, das ist unglaublich. Lass mich dich Bruder nennen. Ja, okay, danke, tschüss. Ui, das ist ein bisschen hoch. Ja, obala. Da kam jetzt ein komisches Geräusch aus meinem Hals raus. Ich hab vor kurzem was gegessen. Deswegen. So, Kakariko. Here we go again. Hi. So, wir wollen hier raus. Und einmal nach Hyrule. In der Hoffnung, wir sind schnell genug, dass die Zugbrücke nicht hochgeht, weil sonst. sonst wird es echt kritisch. Okay. Wir müssen jetzt ganz schnell da hinten lang. Let's go. Oh ja, geil. Ich laufe schon mal gut. Haben wir noch gut geschafft, dann holen wir uns gleich die nächste Maske auch, ne, wenn wir schon hier sind. So. Hallo, Maskenmann. Ich habe deine Maske verkauft. Du hast sie verkauft? Fantastisch. Und zahl mir nun meine 10 Rubine für die Fuchsmaske. Bezahlung erhalten. So, Schädelmaske. Preis 20 Rubine. Möchtest du die Schädelmaske leihen? Yeah. Die Schädelmaske. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, der kleine Junge will die haben am Friedhof. Oder jemand ganz anderes. Ich habe da gar keine Ahnung. Wirklich kein Plan. Irgendjemand wird sie schon haben wollen. So. Wie wird so der Feder hinten? Ui. So. Mach mal auf hier. Ui. Ja, dann kriechen wir da mal rein. Hallo. Oh, noch eine Feenquelle. Da müssen wir wieder ein bisschen Musik machen. Gott, ich hab's schon wieder vergessen. Nee. Auch nicht. Fuck. Das ist auch nicht. Scheiße. Nee, auch nicht. Ach man, ich guck ja schon. Ich kann es mir einfach nicht merken. X, A, Y. Ah, perfekt. X, A, Y. War nah dran. Ui, da bin ich schon. Oh, was bist du denn für ein süßer kleiner Fratz? Ich bin nicht süß. Ich bin voller krass Krieger. Hallo, mein süßer Tanamo. Ich bin die Fee der Magie. Ich habe einen mächtigen Zauber für dich. Bitte nimm ihn an. Dafür brauchst du nur meinen Schmatzer. Ach. Oh, noch ein Feuerball. Cool. Wow. Dins Feuerinferno. Dieser Feuerball entflammt die Umgebung. Du setzt diese Magieattacke mit einer Auswahltaste ein. Dins Feuerinferno kannst du nicht nur für Attacken nutzen, du kannst damit auch manches in Brand setzen. Bist du vom Kampf erschöpft, besuch mich einfach wieder. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ach, wenigstens war die nicht so aufdringlich wie die Schwester, Alter. Aber da hatte ich schon Angst, dass sie mich einfach mit reinzieht. So. Liebe Soldaten, ich hab mich verlaufen. Bitte. Hey, Kleiner, halt. Stehen bleiben im Namen des Königs. Ja, ich hab mich verlaufen.
Ah, Alter, ich hab doch nur gesagt, ich hab mich verlaufen, ey. Die werfen mich einfach raus. Was für gemeine Gemeinlinge, ey. Wollte doch noch rausgebracht werden und die schmeißen mich raus wie so ein Müllsack. Dark. Das kann ich noch nicht machen, glaube ich. Ah ja, das da hinten. Nee, nee, nee. Das ist aktuell nicht. Was macht der? Achso, es war nur ein Laden. Ja, nee, dann können wir eigentlich wieder gehen. Aber bin ich gerade doof oder gibt es gerade echt keinen Tipp bezüglich... Achso, scheiße, können wir ja gar nicht raus. Bezüglich des nächsten Steins. Also ich weiß schon, wo der ist. Und so, ich weiß nicht, ob ich noch weiß, wie man da hinkommt. Aber ich denke, wir kriegen es hin. Jetzt muss ich nur hier nochmal warten, bis es hell wird. Mann, ey, voll doof. Und die Kamera ist auch voll doof. Ich will in die Kamera gucken. Und die Kamera denkt sich immer so, nee, du bist voll hässlich. Bin aber wunderschön. Schau, jetzt wird schmollig. Ich schmoll jetzt, weil die Kamera so gemein zu mir ist. Kamera, magst du mich wieder? Nö, Alter, piss dich. Was soll ich dir getan, Kamera, bitte? Sag's mir. Nö, Alter. Komm schon, Kamera. Was hab ich dir getan? Wir sind doch Freunde. Jetzt, wo du es so sagst? Nö. Ich bin nur der Held der Zeit, Mann. Komm schon. Ach, nee. Hey, ich weine jetzt nicht mehr. Ich habe gesagt, ich weine nicht mehr. Tschüss. Ich gehe wieder. Kamera ist kacke. So. Früher Morgen, Alter. Wartet mal. Ah, nee, passt schon. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir werden demnächst einen Fisch brauchen. Deswegen sollten wir uns zeitnah um einen Fisch kümmern. So, ich werde aber noch mal kurz nach Kakariko gehen. Denn ich weiß da ganz genau, wo es da einen Fisch gibt. Den werden wir uns mal gönnen. Und vielleicht will ja der kleine Junge die Maske haben. Dann kann ich das auch gleich irgendwie kombinieren oder so. Ausprobieren geht über Studieren. Kakariko. So, wir müssen geradeaus. So. Ich weiß auch gar nicht mehr, ab wann man die Hymne des Sturms lernen kann. Wahrscheinlich erst, wenn man groß ist. Schätze, glaube, denke ich. Kein Plan. Bei nachts können wir da, glaube ich, auch noch hingehen. Friedhof. So, dann schauen wir doch mal. Ich pack mal die Maske dahin, wo die Fee ist. Da ist ja noch Milch drin. Scheiße. Naja. So, dann setzen wir die mal auf. Jo, moin, kleiner Mann. Du siehst aus wie der Totengräber. Das macht mir keine Angst. Okay, nein, er will die Maske nicht. Naja, dann gönnen wir uns trotzdem mal einen Schluck geile Milch, obwohl wir... Ja, einfach für die Knochen, ne? So. Dann schauen wir mal. Kann ich da oben das Lied lernen? Oder was da ist, weil es regnet und so. Hier einfach mich hinstelle und... Zeldas Liedspiel vielleicht? Oh, was passiert jetzt? Jetzt stürmt's richtig krass. Oh. Holy shit, was habe ich gemacht? Oh, scheiße. Oh mein Gott, was habe ich getan? Ja gut, gehen wir mal da rein. Hui.
Hallo, Königsgrab. Was steht hier? Ach nee, öffnen. Oh oh. Ich mag euch Fledermäuse nicht. Kein bisschen. Ruhig drehen. Aber die Bomben nehme ich gerne. Überall Skelette. Flatternde Schatten lauern im Dunkeln. Solange sie existieren, versperren sie den Weg. Einfach mit Toten reden. Erleuchte die lebenden Toten. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Tja, und tja. So, dann muss ich mal gucken, unter was waren das? Auch unter Items? Ja. Dahin. Magiekosten. Buch, aha. Okay, dann machen wir das mal. Wow, Taekwondo oder so. Oh, Kiste. Geil. Wenn da jetzt Geld drin ist, drehe ich am Rad. Oh, Bomben. Okay. Die nehme ich gerne. So, dann gehen wir mal da oben rein. Was wird es da wohl geben? Oh. Okay. Oh, Scheiße, die Viecher hasse ich ja wie die Pest. Das sind wirklich die ekelhaftesten Gegner im Spiel, Alter, wirklich. Magiekrug, seine Magieliste wird aufgefüllt. Oh Gott. Das sind wirklich die grausigsten Gegner im Spiel, ey. Kein Spaß. Hoppala. Einfach ein Gift reingejumpt. Wenn wir die einfach mal ignorieren, das sind wirklich räudige Viecher. Oh, was haben wir denn hier? Dieses Gedicht wurde im Gedenken an die teuren Verstorbenen der Königfamilie verfasst. Das Sonnenlicht, es schwindet bei Nacht. Erst am Tag ist wieder sein Feuer entfacht. Von Sonne zum Mond und zur Sonne erneut. Ewige Ruhe, die lebenden Toten erfreut. Ziemlich schöne Lyrik, nicht wahr? Das ist eine weitere Inschrift auf diesem Grabstein. Eine geheime Weise der Grabbrüder Bramstein. Gebrüder Garmstein. Hymne der Sonne. Yeah. Jetzt kann ich, glaube ich, immer machen, dass es sofort so hell ist. Du, du, Hoppala. Ja, ich habe mich vertippt, Alter. Boah, krass, ey. Ich will aber die Hymne des Sturms. Du hast die Hymne der Sonne erlernt. Ja, krass. Jetzt muss ich hier nur irgendwie wieder rauskommen. Ruhelose Seelen wandern ohne Wonne. Gib Frieden mit Hymne der Sonne. Ja, heftig. Warte mal. Wenn ich jetzt da draußen das einsetze, passiert dann was Tolles? So, Musik. Wie war das? Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwas bringt. Wenn ja, habe ich es irgendwie immer nicht bemerkt. Oh, tatsächlich. Ach, die werden eingefroren. Aber nur zeitlich, ne? Denke ich mal. Scheiß Zombies, Alter. Ja, aber krass. Keiner hat es geschafft, mich zu grabben. Also ich nicht. Ich habe echt gedacht, dass es einer mindestens schafft, mich zu grabben. Aber nö. Ich bin weg, ihr Wichser. So. Wenn ich jetzt hier das Lied spiele. Oh, guck mal, was da ist. Da komme ich nicht ran. Oh, der Grabräuber Willi ist da. Ja, der Grabräuber. Genau, perfekt. Wir packen mal das wieder dahin. Schauen wir mal. Vielleicht will er ja das Ding haben. Ja, okay, ich will mit dir reden jetzt. Hey, Kleiner, was hast du hier zu suchen? Ich bin Boris, der Totengräber. Ich sehe vielleicht zum Fürchten aus, aber ich bin ganz harmlos. Lass mich dir ein bisschen von meinem Nebenjob erzählen. Ich, der Totengräber Boris, lade ein zur grausigen Grabskuseltour.
Was kommt dabei raus? Was kommt dabei raus? Lasset uns graben und wir finden's heraus. Willst du, dass ich hier grabe? 10 Rubine für ein Loch. Okay. Nein, hier ist nichts. Hä? Da kommen wir ein bisschen weiter. Ich will wissen, was passiert, wenn du da grabst. Ja. Wow. Cool. So, dann machen wir nochmal die Maske drauf. Vielleicht will er die ja haben. Ich glaube aber nicht. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Ich muss ein neues Grab ausheben. Ja, gut. Oh Gott, ich sterbe. Aber jetzt, wo Willi da ist, kann ich hier einfach umziehen. Oh nein, ein Geist. Ich hasse diese Geister. Komm, werd wieder sichtbar. Feige Sau. Ja, weg ist es, ist der Geist. Weil hier kann man auch irgendwo, glaube ich, noch irgendwas finden. Ein Loch oder so. Oder nur noch mehr Geister. Aua. Und Geld. Aua. Es tut voll weh. Naja, die sind so nervig, ne? Komm, zeig dich doch, du Feigling. Und ich kann auch immer nur einmal treffen. Oh Mann, ey. Da machen wir was Nächste auf. Und das Nächste. Aber hier ist auf jeden Fall, auf der Seite ist nichts. Irgendwo muss doch was sein. Es wird gleich wieder hell. Ich habe keine Zeit für euch. Auch irgendwo nix. Ah. Irgendwo ist was. Frage ist nur wo. Scheiße, ey. Mach mal hin jetzt. Oh, da ist was. Als ob aber auf der einen Seite überall dieses Viecher rauskommt und hier irgendwie nicht. Schneller, schneller. Schneller, schneller, schneller. Bald wird's hell, glaube ich. So, hier auch noch. Und das noch. Und zack, 2 Löcher gleich. Ich hoffe, dass die anderen nicht wieder zu sind, sobald ich jetzt. Also der eine noch. Oh. Was haben wir denn hier? Oh ja, yeah, geil, Geld, das ich nicht gebrauchen kann. Perfekt. Genau das brauche ich. Komm. Wo geht's da hin? Oh, ein paar Feen. Cool, ihr könnt mich mal heilen. Danke. Tschüss. Na gut, Feen brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also dieses Loch war jetzt erstmal eher so der Reinfallkandidat. Und da oben war noch eins. Ah nein, es ist wieder zu. Ich glaube, das da war's. Jawohl. Und dann haben wir ganz oben noch 2. Oh, Zombie. Zombie! Zombie! Ja, und jetzt? Ist hier nichts oder was? Nur so ein Zombie. Wahnsinn. Warte mal, vielleicht muss man hier ja die tolle Musik spielen. Ups. Na gut. Offensichtlich nicht. Dann werden wir wieder raus. So, haben wir noch die 2. Ah ne, die kann man gar nicht bewegen. Ja, okay. Was steht denn da? Die Brüder Bramstein, königliche Tonsetzer, Ludwig der Jüngere. Rest in peace. Uah.
Gebrüder Bramstein, königliche Tonsetzer. Johann, der Ältere, Rip. Lass mich mal in Ruhe. So. Okay, auf jeden Fall, hier brauchen wir nichts. Da, 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 da. Oh, jetzt sind wir mal bei Nacht da. Stimmt. In der Nacht waren wir hier noch nicht. Können wir mal gucken, wer hier so nachts da ist. Eine Skulptur auf jeden Fall. Und der Typ da oben hockt einfach den ganzen Tag und die ganze Nacht da. Gut, dann holen wir uns die mal fix. Hi. Ach man. Link, ey. Okay, so, dann haben wir die. Dann. Oh, was war da gerade? Hey, ach, da war gar nichts. Doch. Ja. Yeah. Der Skulltula-Meister. Oh, wen haben wir denn da? Hey. Menschen sind widerlich. Meine Eltern sind widerlich. Du bist bestimmt auch widerlich. Okay, der sagt immer dasselbe. Warte mal, was, wenn ich jetzt die Maske aufsetze? Ein Monster, ich werde es einen Kopf kürzer machen und seine Gebeine zermahlen. Okay, nee. Der ist einfach nur weird. Okay, cool. Sonst. Was passiert denn, wenn wir nachts zu dem Dude reingehen? Mag er es, wenn ich die Hymne der Sonne spiele oder rastet er dann richtig aus? Let's try it out. Hallo. Ich mag es, im Rhythmus dieser Mühle Musik zu machen. Okay, er sagt dasselbe. Okay, er sagt komplett dasselbe. Ja, okay, also hier soll ich auf jeden Fall was machen. Ja, falsch. Vielleicht das. Oder er will, dass ich das Sturm kriege ich vielleicht woanders. Achso, nee, ich habe einfach nur... Ja, perfekt. Nee, ich glaube, ich brauche bei ihm die Hymne des Sturms. Wenn ich sie nicht direkt von ihm lerne, muss ich dann das spielen. Hey, wir brauchen einen Huhn. Wir brauchen einen Huhn. Denn ich wollte ja noch was anderes machen. Ja, komm her, Huhn. Bevor der Part zu Ende geht. Ich weiß, ich ist schon ein bisschen länger als sonst. 2 Minuten, 3 Minuten. Das macht ja nichts. Hin und wieder mal überziehen. Geht schon voll in Ordnung. So, wir wollen da rein. Denn ich brauche einen Lefisch. Lefisch. Oh. Ach, da war noch Milch drin. Perfekt. So, jetzt aber her mit dem Fisch. Du besitzt jetzt nur einen Fisch. Geil. Ja gut, dann haben wir den Fisch. Dann gehen wir wieder raus. Kann man denn jetzt eigentlich da hinten da rein oder ist es immer noch zu? Ja. Komm, oder nachts vielleicht nur. Ja, dann haben wir es, glaube ich, erstmal mit Kakariko. Ich glaube, ich brauche hier erstmal nicht hinlaufen, außer ich muss hier hin. So. Ja, mal gucken, wann ich diese Maske wieder loswerde. Hey, ja, was ist denn, Navi? Ich frage mich, ob Sali etwas über den anderen heiligen Stein weiß. Ja gut, dann werden wir halt mal kurz Salia fragen. Ging denn nochmal das Lied? In der Sonne, da unten. YX, okay. Ja, YX. Willst du mit Sali sprechen? Ja. Hallo Tanamo, ich bin Esalia, hörst du mich? Sammel du die heiligen Steine? Du musst noch einen finden, den heiligen Stein des Wassers, oder? Der dicke Baum erzählte mir einst, dass ihn König Zora besitzt. Willst du nochmal mit mir reden? Ja, toll, danke. Das habe ich auch gewusst. Naja, dann würde ich sagen, was ist mit der Folge und bis zum nächsten Mal bei Let's Play Ocarina of Time 3D. Tschüssi!